habe meine Überdosis Ärger, Sir. Petty Officer First Class Ethan, das ist Gibson, Airboss der Red. Willkommen auf der Red. Was davon übrig ist. Was hat Alder sich nur gedacht? Feuer. Na, boom. Na, das schaut das geil aus. Die Brücke ist seit dem Angriff abgeriegelt. Ethan, bleib bei Gibson. Tu, was sie sagt. Verstanden. Ja, da fahren wir einfach mal rauf. Genau. Hoffentlich kriegen wir eh keinen Anschiss. Oh shit. Das klingt gar nicht gut. Sieh dir das an. Reden wir mal mit dem Captain. Na, der Urgeil. Gehen wir zur Brücke. Ich brauche hier eine Injektion. Genau. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Ah, alles klar. Ich würde aber ja mal sagen. Leute, Salt. Wir schauen uns ein bisschen um. Okay. So, genau. Und 3, 2, 1. Jetzt komm, 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 komm. Ja, es war ein bisschen schwer, aber das wird schon, das wird schon, das wird schon. Ah, danke schön, Chef. Kostete uns gute Männer. Hätte nicht passieren dürfen. Nicht so. Bei allem Respekt, Lieutenant. Es war seine Pflicht. Der Feind zog sich zurück. Der Captain muss seine Männer nach Hause bringen, Staff Sergeant. Nicht immer, Lieutenant. Nicht immer. Naja, mal schauen, was hier so abgeht. Für den Captain. Wo ist der Boat? Wo ist Captain Alder? Gleich hier, Sir. Perfekt. Bye-bye. Keita. Der Captain ist tot. Mit dem Schiff untergegangen. Erster Offizier? Lebt auch nicht mehr, Ma'am. Eine Folge der Kollision? Ja, Sir. Wer hat das Kommando, Keita? Als ranghöchster Offizier an Bord? Sind Sie das wohl, Sir? Zerstöre Tigris Dock Shuttle an und will an Bord. Ist doch nicht Schiffe. Okay. Was ist mit dem Radar? Dreht sich noch, Sir. Die Raven-Transporter zur Evakuierung. Ich will die Gefallenen abtransportieren. Sprungoffizier, machen Sie uns schnellstmöglich flugtüchtig. Roger, Technikerin McCallum ist auf dem Weg. Staff Sergeant, können wir auf Ihre Hilfe zählen? Was auch immer Sie brauchen, Lieutenant. Salt, kommst du mit? Natürlich. Gator, kontaktieren Sie den Admiral. Roger, komm Offizier, Stratcom Admiral Rains. Roger, Tigris Captain an Deck. Captain Farron. Lieutenant, wer hat das Kommando? Lieutenant Reyes, SCAR-Teamleiter. Captain, Ihr Schiff und die Crew? Intakt. Sir, Admiral Rains ist in der Leitung. Durchstellen. Captain Farron, Ladies, Gentlemen, schön Sie zu sehen. Sir. Ich möchte den Ernst unserer Lage klarstellen. Wir befinden uns im Krieg mit der Siedlungsdefensivfront. Dank Captain Alders Gewalteinsatz konnten wir den Feind zurückdrängen. Im Moment sind die Tigris und die Retribution die einzigen operativen Schiffe. Unser Ziel wird es sein, der Erde Zeit zu verschaffen, während wir die Flotte aufbauen. Verstanden, Admiral. Tigris einsatzbereit. Der heutige Angriff galt nicht bloß Genf. Die SDF führte gleichzeitig einen Angriff auf den Mondportalhafen und die Frachtterminals empfangen wichtige Fracht für den Wiederaufbau. Wir müssen ihn zurückerobern. Lieutenant Reyes, ich befördere Sie hiermit zum Commander. Sie sind ab sofort der Captain der Retribution. Verstanden, Admiral. Wehren Sie den Feind ab. Viel Glück, Captains. Rains Ende. Dankeschön. Wir haben keine Geschwader. Dann gehen wir ohne. So machen wir das bei der Infanterie, Lieutenant. Wir bringen die Marines mit der Retribution rein. Ich überwache alles von der Tigris. Dann an die Arbeit, Captain Reyes. Bleiben Sie wachsam. Sie alle. Sie auch, Captain. Na dann. Das wird keine leichte Aufgabe, Captain. Wir haben nur wenige Soldaten und Waffen. Lieutenant Salter und ich kommen mit Ihnen. Es ist ein Bodenangriff. Der Captain gehört auf die Brücke. Nicht dieser Captain. Nicht heute. Die Marines voraus. Sie kommen mit uns und genießen die Aussicht. Treffen auf dem Tiefdeck in 5, Staff Sergeant. Okay. Legen Sie los, Gator. Mondportal. Aye, Sir. Setze Kurs. Meldung, wenn bereit, Captain. Commander Reyes. Captain Alders Dienstbüro gehört nun Ihnen. Seine Dinge sind aber noch immer am Platz. Danke, Boats. Oh.
für den unbeugsamen Captain John Alder. Der Captain ist tot. Lang lebe der Captain. Panik. Ja? Du schaffst das. Du bist unser bester Mann. So viel Lob von dir, Nora? Hast du dir verdient. Nimm dir einen Moment. Na, klar doch. Gleich mal ein bisschen rausschauen, was geht denn jetzt ab? Da wird gleich mal fleißig repariert und so. Ist jetzt alle meine Jungs. Wird schon mal schwarz. Alter. Okay, ich nehme mal an, das sollte unser Schiff sein. So auf Miniaturbasis. Cool. Oh, wahrscheinlich wäre das der erste Höhenflug oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, cool. Bekommt man das, wenn man ein guter Captain war oder so? Kann ich mir gut vorstellen. Scheint haben wir da aber auch nicht wirklich viel zum Sehen, aber... Aha, da müssen wir mal schauen. Okay. Navigierung, um eine Karte auszuwählen. Aha, also... Kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber... Aha, okay. Okay, also die Leute müssen wir alle töten, oder wie? Ist quasi so eine... Biografie und so alles. Na, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Dogma, was haben wir denn da? Ja, schauen wir, warte kurz, bevor wir da noch... Okay, bevor wir das dann noch angehen. Ein bisschen noch... Boah, sind aber ordentlich viele Fragteile und so noch. Ja, ich hab gesehen, du hast ein kleines Bosschen gemacht, du bist draußen. Kannst gehen, Wälder verschwinden. Sorry, Bro, die brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Leute, die was hackeln. So, dann gehen wir es mal an. So, Büroarbeit ist mal fällig. Oh, Waffenkammerkontrolle. Soldaten, Disziplinprüfung und Brückendaten. Die Schusswaffenbehörde war überraschend da. Okay, das ist wahrscheinlich so ein Audiolog und so, bla bla bla. Da haben wir Audiolog, ja, Logbuch 12, 13, 14. Weiß nicht, ob man dann noch nach der Story das dann auch so ein paar Sachen wiederholen kann oder so. Da haben wir 4 und 6. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay, also da gibt es anscheinend ordentlich viel. Und das werden wir uns dann noch alles später anschauen. Also jetzt ist mal das ist eher so nebenbei. Müssen wir jetzt nicht unbedingt auch noch... Sag ich mir doch, das geht zu. Kurs ist gesetzt. Wir können auf Ihren Befehl springen, Sir. Na, Alter, ja, urgeil. Ich frage mich, ob man dann auch noch ein bisschen mehr kann, als wir nur jetzt da hauptsächlich herumgehen. Oder ob sich das jetzt so ein, quasi so ein kleiner Wiederspielwert hat. Mit irgendwem reden kann ich da jetzt nicht zufällig. Da ist er mal zu, okay. Wie schaut's da jetzt? Da ist er auch schon zu. Ah, das... Ah, was bringt mir das? Aber okay. Und wie? Bereit. Sir, Ihr Schlüssel hat nun Aktivierungsfreigabe für den Schnellreisesprung. Okay. Oh, nice. Ich habe Tigris Captain Farron für den Commander. Durchstellen. Tigris springt außerhalb des Einsatzgebiets rein. Ist die Red da, halten wir die Position, bis Ihre Marines bereit sind. Guten Flug. Ende. Dankeschön. Absturz. Funkalarm bereit. Oh, nice. Oh, shit. Geht ordentlich viel mehr dabei. Höhenintegrität unter normal. Schaffen wir es, Gator? Ich bring uns rein. Halten Sie den Kurs. Kommen raus. Wie wird das nochmal mit den Arbeitskollegen, die was eher im äußeren Bereich gearbeitet haben? Also, ich glaube, die gibt's nicht mehr. Die Tigris steht bereit. Gehen wir. Gehen wir. Sie haben die Brücke, Gator. Okay, jetzt ist plötzlich sogar offen. Nicht schlecht. Oh, zur Waffenkammer, cool. Ich schau mich da noch ganz kurz um. Ich finde das so geil, dass man so einen eigenen Schiff hat und so einen Captain ist. Na, das ist ja wirklich übelst nice. Omar's Trupp ist auf dem Tiefdeck. Wieso übernimmt Sergeant Omar das Kommando? Es ist ein gemeinsamer Einsatz. Er ist der erfahrenste Marine an Bord. Er war respektlos. Lass dich nicht provozieren. Griff erwartet Sie beide in der Waffenkammer, Captain. Okay, okay, dankeschön. Auf zur Waffenkammer. Ich bin wirklich gespannt, was uns in der Waffenkammer erwartet. Ob es so wieder was gibt wie bei Black Ops 3. Obwohl ich nicht gespielt habe den Story-Modus, dass du so Stufen oder allgemein irgendwie sowas gehabt hast. Lieutenant,
Hab so gut ich kann hier aufgeräumt, wo wir Besuch vom Captain bekommen. Alles wie immer, Griff. Apropos wie immer, wählen wir Ihre Ausrüstung, Sir. Terminal benutzen, das sehe ich ja gerne doch. Ist das eine Vault, Griff? Energiewaffe. Ich hab den Scan von der Oberfläche. Ich musste das Ding einfach ausdrucken. Wie lautet der Auftrag? Das Mondportal verstärken. Nice. Die macht mit den SDF-Bots kurzen Prozess. Nice. Da. Wollen Sie was Bestimmtes? Und jetzt fehlt nur noch die Ausrüstung. Ich habe gute alte Splittergranaten, aber auch coole neue Sachen. Suchbots und Hacktools. Muss ich jetzt eigentlich sagen, ist jetzt nicht wirklich viel zur Auswahl? Oder man muss halt bei der sekundären Waffe oder sonst irgendwas. Ich hätte jetzt einfach gesagt, ich nehme am liebsten irgendwie die. Wir können ja dann einfach halt was zusätzlich. Schaffen sie noch drei Operationen? Ah, da muss man immer sowas noch extra schaffen. Finde ich nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Vision kann man da nicht irgendwie so aussuchen, so. Schalldämpfer, ja, Schalldämpfer wäre sicher nicht schlecht. Und da haben wir natürlich dann die anderen Waffen. Okay, passt, also gibt es dann doch, würde ich jetzt sagen, fast alle. Fast. Oder vielleicht eh alle, aber trotzdem. Ich würde trotzdem behaupten, eher fast alle. Weil man kann ja nie so sicher sein. Das so genau kenne ich mich auch wieder nicht aus, um welche Kategorie so alles gibt. Okay, Hacking-Geräte. Ah, das finde ich super, dass man das alles aussuchen kann, also so wie früher, als ich schwer gehabt. Na, ich nehme wieder die Suche. Und, oh, cool. Nice. Das kann man dann alles auch noch freischalten. Cool. Ich nehme aber das Ding, das taugt mir irgendwie. Okay, 30. Nice. Und mehr Gesundheit und weniger Kollisionsschaden. Mehr Schaden, mehr Raketen, weniger Überhitzung. Na, dann nehme ich mal lieber das. Da können wir dann wenigstens dann die andere Waffe aussuchen. Schade, dass das irgendwie dann nicht übernommen wird mit diesen Spezialkräften. Oder halt, was du bei den Waffenkisten halt zusammenkriegst. Das ist ein bisschen besser, was dazu kommt. Ja, damit wir die auch ein bisschen getestet haben. Zack. Wir nehmen eigentlich sowieso nur fast das gleiche. Ich sag, ja, Scharfschützengewehr geht immer. Nehmen wir auch die Waffe. Das ist die wenigstens nicht so einsam. Dass wir die auch haben. Und da nehme ich. Okay, Schrotflinte haben wir nicht. Pistole. Schwere Waffen gibt es. Ja, nehmen wir einfach mal so eine Pistole. Nehmen wir einfach mal die, genau. Zack. So, aber jetzt haben wir es für Mission. Warte kurz. Zack. So. Für Mission bestätigen. Standard. Na, für Mission bestätigen. Perfekt. Können wir scannen, dass wir die Waffen eh kriegen und so alles. Das sollte schon geeignet sein. Nice. Auf keinen Dankeschön. Fall. Machen Sie Dampf, Sir. Wir sind hinter Ihnen. Schaut aber auch nicht schlecht aus, aber da gehört auch mal ein bisschen wieder aufgeräumt hier. Also das gibt's ja nicht. Mann, wird schon die nächste Waffe gedruckt. Das finde ich nicht schlecht. Nichts hiervon entspricht dem Standardvorgehen. In der Unterzahl, aber nicht unterlegen. Wann wurden wir zu den Underdogs? Vor einer Stunde. Achtung, Bodeneinheit zum Tiefdeck. Das reicht. Wiederhole, Bodeneinheit zum Tiefdeck. Hi! Wolltest du auch gleich alle mitkommen? Was? Perfekt. Commander. So wollten wir nicht befördert werden. Nein, Sir. Sie sind der Richtige dafür, Reyes. Möge Alder in Frieden ruhen. Wie läuft's im Hangar? Planmäßig. Top Crew am Werk. Ethan, ich will, dass du uns begleitest. Verstanden, Sir. Corporal Brooks wird Sie einsetzen. Reyes, Lieutenant, Sie werden Schubrüstungen benötigen. Danke für die Warnung, Corporal. Bleib cool, Salt. Wie Eis, Captain. Oh, jetzt können wir auch noch doppelhüpfen. Perfekt, Leute. Was machen diese Dinger, Ma'am? Sie verstärken Sprünge und Wandläufe. Schwerelosigkeit AD. Weißt du das etwa nicht, Ethan? Doch, Captain. Die Stimme des Lieutenants ist nur so beruhigend. Alle an Bord, Sir. Alles klar, Leute. Na dann, aufmachen, Sir. Kann losgehen, Nunez. Bravo 1, geil. Private, einsteigen. Sind 18, Sir. Und unsere
Offizier. Nicht und schlecht, nicht schlecht. Was machst du denn hier, Drohne? Ich befolge die Befehle des Captains und das heißt Bot, nicht Drohne. Aber beinahe witzig, Sir. Lass das, Sir, ich verdiene mein Geld. Achten Sie auf Ihren Bot, bevor ich ihm Fliegen beibringe. Ich weiß, was die anrichten. Das wird nicht nötig sein, Staff Sergeant. Ethan, rein. Hi, Sir. Wir haben keinen Platz mehr, Captain. Kein Problem, Private. Er kann ruhig stehen. Rein mit dir, Ethan. Festhalten. Ja, Ma'am. Schaut auch ein bisschen wie ein Schauspieler aus. Na dann, alles einsteigen, Leute. Oh, nice. Mach hin, Roboter. Auf die Hatz achten. Bereit sein oder tot sein. Staff Sergeant. Das Mondportal der Erde wird derzeit belagert. Zur Verteidigung sendet die Retribution zwei Teams. Alphas und Bravos. 1 und 2. Unser primäres Ziel, Rückeroberung des Portals. Hurra! Hurra! Masken auf! Die sind alle gut gemeint zum Roboter. Bestätigt. Den unter Beschuss, Sir. Wir müssen handeln. Das Tiefdeck öffnen. Achtung, es geht los. Bist du deppert, sind ja jetzt schon alle mehr. Boah, wir können fliegen. Nice. Ja, jetzt haben wir das Arschloch wenigstens auch. Aber so auch wieder. Weg. Kälter, verschwinden Sie. Oh, nice. Bist du wahnsinnig? Schaut das alles so riesig aus und so. Bist du deppert? Oh, hi, boah. Oh, hi. Raketenwerfer, bist du deppert? Was ist denn so der Raketenwerfer? Oh, scheiße, geil. Bist du deppert? Wow. Alter. Wow, und wieder ein Arschloch weniger. Perfekt. Oh, fuck, 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 fuck. Wir, die nehmen uns dann noch mit. Wow, fuck. Also, ich glaube, die haben uns das Willkommenskomitee irgendwie anders vorgestellt. Zum Glück ist es wenigstens zu. Gut gefahren, Sergeant. Bleib mir aus der Sonne, Ethan. Jetzt nehmen wir dieses Terminal ein. Treib die Front zurück in den Arsch, aus dem sie kam. Sektion abgesperrt. Notfallluftschleuse auf. Wui. Gehen wir rein. Nice, geil. Das sieht sonst noch irgendjemand, dass wir da hüpfen können? Ich glaube nicht. Denen ist es alles scheißegal. Ui. Hallo Stärker. Sauerstoff gut. Masken ab. Er hat gesagt Maske ab. Okay, passt. Ich werf dann schon meine Granate. Also. Ich werf dann schon nochmal. Ja, genau, da kippen sie mal alles aufmachen. Egal. Zack. Oh. Bist du deppert? Erschossen? Oh shit. Die SDF nimmt keine Gefangenen. Oh yes. Versuchen wir Ebene 2. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hey. Immerhin, ein paar Kollegen von uns haben ja dann doch noch irgendwie überlebt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, das sind schon die Feinde. Perfekt. Fuck, 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 fuck. Runter, runter, runter. Oh. War ich das? Verzeihung. Na sicher, ich bin der Erste, ich bin der Erste. Ich bin der Captain. Ihr könnt scheißen gehen, ich bin der Erste. Nice. Warte kurz. Und? Yes, da geht ein paar Meier. Nicht schlecht. Die Stepper da. Damit ein Rückstoß ist ja wirklich heftig. Puh. Warte, machen wir da auch noch ein bisschen was kaputt. Yes. Vielleicht machen wir da noch ein paar Meier dadurch. Boah, mit den ganzen Jetpacks und so schaut das so übelst nice aus. Fuck, 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 fuck. Yes. Zack, 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 der nächste kann wieder kommen. Wo ist denn der nächste? Da ist der nächste. Oder ist es eh nicht? Und dann ist es einer von uns. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, nicht, dass ich auch noch dazu eingesaugt werde. Sind das alle Gegner, oder? Ja, ich nehme mal an, es sollte Gegner sein. Hin und wieder, man sieht das nicht so gut. Für mich persönlich. Zack, aber ja, wird man schon erkennen, wenn man da ein bisschen herumschießt. Zack. Irgendwen wieder schon mitnehmen. Yes. Zack, zack, zack. Dann seitlich. Oh nein, ich bin mal alle auf einmal. Perfekt.
Das wäre schön, wenn es beim Multiplayer auch so gehen wird. Einfach so easy peasy. Zack, zack, zack. Oh, fuck, fuck, fuck. Und am Boden liegen. Zack, zack, zack. Und der nächste. In your face, bitch. Und der nächste. Also auch wie im Multiplayer. Nee, so nicht. So nicht. Da haben wir mal an. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Scharfschütze, Scharfschütze, Alarm. Aha, okay. Ah, das ist wieder das Hacken. Cool. Haben wir gar nicht gedacht, dass das so ausgerüstet ist. Ah, warte, Scharfschütze. Ja, genau. Warte, da ist noch einer.